Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Das höchste Armutsrisiko ist nicht Geld, nicht mangelndes Geld, sondern mangelnde Bildung. Warum ist klar? Nur wer gebildet ist, hat die Freiheit, sich aus eigener Kraft aus seinem Schlamassel zu befreien. Ja? Mit genau dieser Freiheit sieht es in Deutschland ziemlich übel aus. Ja? Allein in Berlin gibt es Bezirke, in denen 50% der Bevölkerung keine ordentliche Schulbildung hat. Ja? Und da ist das Regierungsviertel noch gar nicht mitgezählt. Ja? Berlin Mitte macht Party, lässt seine Doktorarbeiten schreiben, ja, und hält Voltaire für den Erfinder der Batterie. Super. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, naja, gut, aber heute sieht es mit der Bildung blöd aus, aber vor 30, 40 Jahren, da war das noch ein Zacken anders. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die erste internationale Studie, in der das Leistungsniveau der europäischen Länder miteinander verglichen wurde, die gab es schon 1964. Und in der kam heraus, dass deutsche Schüler in puncto Mathematik im internationalen Vergleich ziemlich in Nieten waren. Und dann hat die deutsche Reformpädagogik eine sehr, sehr interessante Idee gehabt. Die haben an den Folgestudien einfach nicht mehr teilgenommen. Leistungskontrolle, oh, das ist jetzt ganz schlecht. Die Selina tanzt gerade ihren Namen. Ja, Mitte der 90er dann der absolute Schock. PISA-Studie. In der kam nämlich vollkommen überraschend raus, dass 30 Jahre später deutsche Schüler in puncto Mathematik noch immer ziemliche Nieten waren. Warum ist klar? Weil die Schüler von damals die Lehrer von heute sind. Ja? Gut, jetzt kam vor ein paar Monaten die PISA-Studie 2 raus, haben Sie vielleicht gelesen, hat sich erfreulicherweise ein bisschen was verbessert. Deutsche Schüler haben zur internationalen Spitzengruppe aufgeschlossen, vor allem, weil man ein paar Sachen vielleicht richtig gemacht hat. Zum Beispiel haben Bildungsexperten immer wieder gesagt, wir müssen uns am PISA-Gewinner Finnland orientieren. Und das war keine blöde Idee, denn die Finnen haben nämlich auch irgendwann mal einen cleveren Gedanken gehabt. Die haben erkannt, dass Menschen, die Bildung vermitteln, selber gebildet sein sollten. Revolutionärer Gedanke, ja? Ja, die Finnen ein verrücktes Volk, man glaubt es kaum. Ja, was ist die Bildung? So klar definiert, wie es in höheren Kreisen scheint, Bildung ist gleich Abschluss, Titel, scheint es in anderen Kreisen nicht zu sein. Ist es wirklich so, dass jemand, der einen Haufen an Wissen sich angelesen hat, eine Unmenge von Zahlen auswendig gelernt hat, dass dieser Mensch gebildeter ist als jemand, der Zusammenhänge begreift und anders denkt? Dank unseres leistungsbezogenen Bildungssystems in Deutschland gelingt es nicht, kreative Köpfe und schlaue Menschen zum Vorschein zu bringen, sondern so züchtet man Ja-Sager, Roboter, die nicht denken und machen, was das System von einem verlangt. Was bitteschön sagt ein Zeugnis über einen Menschen aus, der irgendeinen Beruf erlernen möchte? Dass man mit oder ohne Titel die gleiche Scheiße labert, haben jetzt wohl genug bewiesen. Und genauso, dass Ämter nichts über die Intelligenz eines Menschen aussagen. Wie kann man denn als Ausbildungsleiter so bekloppt sein und lieber einen Abiturienten mit zwei linken Händen für den Bau einstellen, als jemand 4 Wochen oder 14 Tage Probezeit zu geben, um zu sehen, wie er arbeitet? Das sagt mehr über diesen Menschen aus als so ein scheiß Stück Papier. Bei den Bankern könnte man ja auch meinen, sie hatten alle in Mathematik eine 6. Und wer das noch nicht kapiert hat, wer ist wirklich der Meinung, dass jemand die Kunst der Mathematik beherrscht, wenn er alle Formeln in seinem Kopf gespeichert hat? Und nicht derjenige, der die Formelsammlung zur Hand nimmt. Ein schlauer Mensch sagte einmal, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es geschrieben steht. Er meinte aber nicht Google damit. Man ist nicht gebildet, wenn man Titel hat. Das Prinzip ist ganz einfach. Sagen Sie folgenden Satz. Zwei Beine sitzt auf 3 Beinen und isst 1 Bein. Da kommt 4 Beine und klaut 2 Beine, das 1 Bein. Dann nimmt 2 Bein, das 3 Bein und schlägt 4 Bein kaputt. Jetzt kann man diese wirre Scheiße auswendig lernen. Oder es wird einem erklärt, wie das Ganze gemeint ist. 2 Bein, Mensch, sitzt auf 3 Beinen, Barhocker, und ist 1 Bein, Hähnchen.
Sag haben vier Beine, Hund, und genau zwei Beine, Menschen, das ein Bein, Menschen. Dann im zwei Bein, Mensch, das drei Bein, Barhugger, und schlägt vier Bein, Hund, kaputt. Ich kann jetzt auch nichts dafür, dass der Spruch so geht. Ich hasse auch Gewalt. Aber das zeigt eben auch, dass man nicht durch auswendig lernen ans Ziel kommt, weil was bringt es, wenn man den Satz kann, aber nicht weiß, um was es geht? Umgekehrt bekam man die Zusammenhänge erklärt, kann den Satz ebenso, aber der große Unterschied ist, dass man den Satz auch kapiert hat. Und es ist eben mal wichtig, dass man weiß, was man da sagt. Oder ist es wichtiger, dass der Gegenüber nicht weiß, was man meint? Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren bei der letzten Bundestagswahl haben ganz viele Spitzenpolitiker von einem Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik gesprochen. Klingt immer sehr großartig, Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Physikalisch gesehen ist ein Quantensprung definiert als die kleinstmögliche Zustandsänderung, meist von einem hohen auf ein niedriges Niveau. Das ist ein Quantensprung. Ja, ich weiß, weit hergeholt, Blödsinn. Wer weiß denn sowas schon, was ein Quantensprung ist? Interessiert ja auch keinen. Muss man auch nicht wissen, klar. Ist jetzt aber auch nicht schlecht, wenn man es weiß. Es gibt doch auch Leute, die wissen, wer die letzte Staffel vom Superstar gewonnen hat. Solche Bittnesser kennt man doch auch. Oder irgend so ein Schlampen-Bikini-Kram bei der Glum. Oder solche Gesangstalente, die so doof sind, die deutsche Nationalhymne zu singen. Und die Betonung liegt hier nicht auf deutsche Nationalhymne. Sie hat nun mal eben nicht die spanische gesungen. Ja, die hat eh keinen Text, ne? Wäre vielleicht besser gewesen. Obwohl, wer weiß, was sie dann vergessen hätte. Naja, aber bevor das in falsche Richtungen läuft, wieder zum Thema. Obwohl, das mit dem Quantensprung war jetzt gar nicht so schlecht. Nehmen wir mal an, ich würde eine Statistik erstellen wollen. Ist es wichtig, dass man weiß, was ein Quantensprung ist? Ja, nein, weiß nicht. Merkst du was? Irgendwie wie in der Schule früher, ne? Willst du mit mir gehen? Genauso laufen die Umfragen in den Medien ab. Genauso stellen die Interviewer Fragen an die Interviewten. Es ist immer diese Antwort, die man selbst geben würde, nicht dabei. Und genau so mache ich meine eigene Statistik. Ist ja schließlich mal ein Video, kann ja machen, was ich will. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass gerade die öffentlich-rechtlichen Sender, die staatlich sind, also in diesem Staat, den du misstraust, also dass gerade diese Sender seriös sind, dann bist du nicht nur statistisch ganz schön naiv. Dieses Lumpenpack, das ein Zwangsgeld von dir verlangt, weil es der öffentlichen Meinung dienen soll. Dieses Lumpenpack, das sich trotzdem durch Werbung finanziert. Und dieses Lumpenpack, das Galas ausstrahlt für Springer, Bertelsmann und andere Schmierfinke. Berlinale, Echo, Bambi, ein Herz für, weiß der Geier was, Volksmusik oder Fernsehballett. Und man sich danach wundert, dass in der Tagespresse der eine von dem anderen abschreibt. Seriosität gleich Null. Dann bin ich sofort wieder beim Wer ist hier gebildet? Die Spalte zwischen ARD, ZDF Morgenmagazin und RTL oder Sat.1 Frühstücksfernsehen, wo dann irgendwelche alte Frauen auch mal was sagen dürfen. Das ist Bild und RTL 2 Niveau, nicht mehr, nicht weniger. Oder wie kann es sonst sein? Auf der ganzen Welt werden Frauen vergewaltigt. Auf der ganzen Welt kommt heraus, wie die katholische Kirche mit ihren Messdienern oder mit ihren Angestellten, wie immer man es nennen will, umging. Und bei uns steht auf der Titelseite der alte Mann und die Prinzessin auf der Erbse. Also da ist auch mal Fremdschämen angesagt, liebe Frau. Die Kollegen von der Süddeutschen und FAZ machen schön mit. Sind die aber zum Glück nicht meine Kollegen. Solche Idioten braucht keiner. Wisst ihr, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich kenne den Unterschied zwischen Comedy und Satire. Und ich weiß, dass man sich bei manchen Aussagen nicht zu einem hinreißen lassen sollte. Nur weil der auf der Bühne gerade ein unanständiges Wort gesagt hat. Es könnte also mal ernster sein, als man denkt. In der heutigen Zeit dürfte es eigentlich kein Problem sein, sich bewusst zu machen, in
inwiefern durch Satire und Kabarett die politische Situation schon immer dargestellt wurde und wie gebildet Intellektuelle sind, die sich als diese selbst bezeichnen, wurde schon vor Jahren bewiesen. Also dann, nimm dich nicht zu ernst und tschüss. Ich kann damit nichts anfangen. Deswegen müssen Sie nicht sagen, dass ich also weniger intellektuell wäre als ungewohnt. Er sprach